figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück in einem neuen Glitch-Video und dem ersten Glitch-Video auf diesem Kanal zu Karmesin und Purpur. Es gab schon früher mal einen Glitch von ein paar Tagen oder von einer Woche oder so, wo man mit Koraidon hier einfach alles geklont hat, ne? Ja, was müssen wir machen, um den neuen Glitch zu probieren? Den ersten Step vom ersten Glitch. Das heißt, ihr müsst Koraidon, eurem Reiter Koraidon, ein Item geben. Dann hier auf Plus klicken, damit der das wie registriert. Geht dann hier zurück. Also Kampfform wechseln, dass das Team voll ist. Catch dann in der Anfangssession, ne, irgendein Vieh. Irgendein Pokémon, egal mit was für ein Ball. Ja, komm hier. Chris. Habe ich eh genügend. Crit Catch, wie immer. Bei den richtigen Pokémon habe ich das immer mittlerweile. So, dann hier auf B, dann in mein Team. Das muss an sein. Und ihr müsst das automatisch speichern. Ausschalten, ne? Dann macht ihr das da, geht eigentlich nicht, ne? Aber wenn ihr jetzt A und B nacheinander klickt, kommt das hier raus. Da braucht ihr ein bisschen Timing und dann, wenn das ist, und dann habt ihr es richtig gemacht. Es gibt nämlich noch, weswegen ich gesagt habe, dass es mir zu unsicher ist, zum Teil fangt ihr einfach das Pokémon, ohne dass diese Animation hier kommt. Und dann habt ihr einfach einen Ball verschwendet, inklusive, ein Koraidon geklont. Oder ein Miradon. Und deswegen machen wir das jetzt so. Na, jetzt haben wir das geklont. Bevor wir aber hier weitermachen, drücken wir Plus, holen uns unser Koraidon zurück. Kampfform ändern, ja, dass es alles seine Richtigkeit hat. So. Voila. Jetzt gehen wir in den Beutel gucken. Habe ich das Ding jetzt geklont hier? Ich hatte zwei Stück. Und jetzt habe ich wieder zwei Stück. Und den dritten habe ich hier drin. Ja, gut. Und natürlich hier bei den Pokémon-Boxen habe ich jetzt neben Hopsprossh, was ich jetzt eh nicht mehr brauche, den Boy. Den kann ich kurz mal rausknallen. Dann mache ich... Moment. So. Wobei, ich bin so ein blöder Knödel. Das geht ja so. Sehr gut. Jetzt macht ihr das gleiche nochmal. Na, und zwar Beutel, wir gehen hier zu dem Fähigkeitenpflaster, was wir haben wollen, geben ihm dem kopierten, ja, Koraidon, knallen ihn zurück in die Reiterform, überspeichern das Ganze. Gehen jetzt ins Boxmenü. Und jetzt ist ganz wichtig, diesen Schritt beachten. Wie den ersten auch, dass ihr einfach Koraidon zurückballert. Jetzt drückt ihr zweimal X, dass ihr aufs Kampfteam kommt. Drückt einmal nach links. Hier. Also ein paar Mal, je nachdem auf welcher Box ihr seid. Ich war hier auf der 3. Hier ist Koraidon. Mit dem Fähigkeitenpflaster, seht ihr unten rechts. Jetzt kann ich hier das Item verstauen. So, voilà. Jetzt machen wir das gleich einfach nochmal. Zur Reitform zurückkehren. Voilà. Dann boxen. Zweimal Plus.
hallo, zweimal X, sorry. Dann nach links rüber zu Chorreitern. Verstauen. Easy. Wieder raus. Und ja, voilà. Gucken wir das im Beutel an, dass ich keine Scheiße erzähle. Jetzt haben wir 3 Fähigkeitencluster. Ne? Ne? Einfach so. Und das Ganze könnt ihr jetzt so oft wiederholen, wie ihr lustig und Bock habt. Ne? Wenn ihr lustig seid und Bock habt, und dann ist das Ganze geschmeidig. Der Witz ist ja am Ganzen, dass ihr so eure Boxen nicht zumüllt, wie es vorher der Fall war. Und ich kann einfach geschmeidig das Ganze immer machen, ne? Also immer zur Reitform zurückkehren. So, easy. Holen wir noch eins ab. Immer zweimal X. Links. Verstauen. Easy. Gehen wir zurück. Dann, wenn ihr mal keinen Bock mehr habt, getragene Seite natürlich wechseln, ne? Und jetzt sagt ihr, ja, ich habe jetzt genug Fähigkeitenpflaster. Ich brauche jetzt noch... Puh, was brauche ich denn noch? Wir gucken mal. Ja, warum nicht die Fluchrüstung geben? Komm. Vielleicht braucht sie jemand anderes. Dann muss ich sie nicht nochmal holen für die Stücke. Ne? Kann man anders verwenden. Zum Beispiel TMs. Obwohl man die TMs übrigens auch... Ne? Hier einfach nachmachen kann, wie man lustig ist. So, dann kann man jetzt zum Beispiel hier, aber so, ich möchte jetzt eher den Ultraball geben. Ne? Habe ich jetzt eigentlich hier 6 Stück liegen? Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, jetzt habe ich 6 Stück liegen hier. Dann machen wir wieder das gleiche, wir zur Reitform zurückkehren. Wir kopieren das Ganze. Wir machen jetzt hier wieder den allseits beliebten Move hier rüber, nach links, so, nach plus plus. Holen uns den nächsten ab. Und dann wieder und wieder und wieder. Und dann wieder. Na? Und wo habe ich das? SpongeBob, genau. So. Und vor allen Dingen, ihr könnt da nichts falsch machen. Deswegen habe ich extra gewartet, um euch nicht mit Müll zuzuscheißen, sondern erst das fertige Endprodukt, wo wirklich wie am Laufband funktioniert, na, zu präsentieren. Und Shoutout geht raus an Blaines. Ich werde ich werde ihn verlinken. Definitiv. Danke nochmal. Ja. War sehr gut. Kann ich nur appreciaten. Und ich glaube, man könnte sogar... Also man muss das Ding jetzt nicht irgendwie wegknallen. Ihr dürft es einfach nicht in der Box behalten. Weil... Wenn ihr das nämlich in der Box behaltet, ist nämlich das... In die Box zurücklegen kann man es nicht mehr. Moment. Das würde ich jetzt ganz gerne noch testen. Sonst müsst ihr es einfach löschen. Das geht nämlich. Wäre zwar ein bisschen schade, weil dann müsst ihr den ersten Trick immer wiederholen, aber... Oh, bin jetzt gespannt. Easy, Hopsports wird gefangen. Let it rip. Ja. Nein. Ja. Dein Ernst gerade? Geht dann das wenigstens? Gut, dann könnt ihr schon vor. Na. Ne? Vorhasseln.
Jetzt hat das Ding das Item nicht mehr. Interessant. Moment. Das wird mich jetzt interessieren, wie viele Bälle ich habe in Bezug zu Ultrabällen. 13 Stück. Okay. Interessant. Und auch nur mein geklontes ist noch da. Okay. Interessant, wirklich. Hat das Ding jetzt? Nee, hat auch kein Item. Wäre jetzt lustig gewesen. So, Freunde. Das soll es gewesen sein. Also, ihr müsst es anscheinend löschen, weil ihr seht, ich kann es auch noch machen für euch. Aber wenn es mich gerade ankotzt, das zu machen, weil, ja, würde es ganz gerne noch machen. So, freilassen. Und das geht übrigens auch, wenn es im Team ist. Nur mal so. Und jetzt habt ihr beide Wege gesehen, wie man es los wird. Also, schaden kann es euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm good.